Wir hatten immer mehr Aufträge für Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit, aber immer die gleichen Leute, die uns zur Verfügung standen. So kam uns die Idee, eine eigene Fortbildung zum internationalen Meister aus der Taufe zu heben. Während des 10-monatigen Kurses arbeiten wir intensiv an Projektmanagement, Berufsbildungssysteme im Ausland, Leben und Arbeiten in fragilen Staaten, interkulturelle Kompetenzen. Und das Ganze setzt der Kursteilnehmer in seinem ersten Einsatz ganz konkret um. Unser Ziel ist es, den Schatz an Erfahrungen, den die gestandenen Handwerksmeister mitbringen, für die Vorhaben in der Entwicklungszusammenarbeit zu heben und nutzbar zu machen. Ich bin ja schon seit 20 Jahren Maurermeister und wollte einfach mal neue Wege gehen. Und da kam mir das Angebot der Handwerkskammer gerade recht. Ich bin Metallbauermeister und internationaler Meister. Neben meiner täglichen Arbeit mache ich auch Einsätze in der Entwicklungszusammenarbeit. Über diese Qualifizierung zum internationalen Meister gewinnen wir einen großen Pool von qualifizierten Handwerkern, die dann später für die GIZ-Projekte gewonnen werden können. Die haben sich schon bei einigen Projekten bewährt und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in anderen Bereichen, in dem Energiebereich, in der beruflichen Bildung gut eingesetzt werden können. Mit den bisherigen 45 Absolventen wurden über 150 Einsätze gefahren. Regelmäßig bekommen wir Anfragen aus Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit nach Experten und können den Bedarf eigentlich noch nicht decken. Das bestärkt uns in unserem Weg, weiter Experten auf die Einsätze in der Entwicklungszusammenarbeit vorzubereiten. In unserem Projekt in den palästinensischen Gebieten kamen bislang zweimal internationale Meister zum Einsatz. Die internationalen Meister helfen uns dabei, das Image der Berufsbildung zu verbessern, indem sich durch die fachpraktischen und pädagogischen Fortbildungsmaßnahmen die Ausbildungsqualität in den Schulen und im Betrieb erhöht. Für mich war die Fortbildung zum internationalen Meister entscheidend, weil ich dadurch erstmal einen Fuß in die Entwicklungszusammenarbeit bekommen habe. Ich habe unterschiedliche Aufträge gehabt. In Indien habe ich zum Beispiel an dem Ausbildungsrahmenplan für die Fenster- und Türenbauer mitgearbeitet. In Namibia war ich in Grundkursen für Metallbau und Schweißen unterwegs. Ich habe seit meiner Fortbildung 3 Einsätze in Sambia begleitet. Ich kann die Fertigkeiten an die jungen Leute weitergeben. Also ich weiß, von was ich spreche, ja, weil ich es tagtäglich mache. Und das merke ich auch bei meinem Einsatz. Die jungen Leute, die saugen das auf. Die sind klasse. Bildung und insbesondere berufliche Bildung sind ein Schlüssel für die Entwicklung in unseren Partnerländern. Und die Kernkompetenzen für Bildung und berufliche Bildung, die liegen im Handwerk. Also müssen wir doch, wenn wir erfolgreich sein wollen, das Handwerk viel stärker in Stellung bringen, damit wir diese Entwicklung voranbringen können. Diese Fortbildung ist für das deutsche Handwerk wichtig, weil wir sind ja nicht nur eine Nation, die in der Bundesrepublik arbeitet, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg. Und deswegen ist diese Fortbildung unerlässlich, wenn man sich im außereuropäischen Ausland bewegen möchte. Das ist mit Abstand die beste Fortbildung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Hochspannend, weil man auch in fremden Staaten arbeitet und da viel Neues auf einem zukommt. Ich kann die Ausbildung nur empfehlen. Das Feedback, was man dort vor Ort erfährt, ist echt überwältigend. Und das motiviert mich auch immer für den nächsten Einsatz.